Jo, servus Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, was ich sagen wollte, ich habe hier ein bisschen abgeholzt, das Ganze. Und was ich auch noch gemacht habe, ist folgendes, nämlich, ich habe hier ein paar Schweine und ein paar Schafe gezüchtet. Und irgendwie hat sich gerade ein Schwein rausgebackt. Keine Ahnung warum oder wie es geschafft hat, egal. So, warum ich jetzt hier das Ganze abgeholzt habe, ist, ja, der Grund ist eigentlich ganz leicht zu erklären, nämlich, das ist meine neue Baufläche dann. Hier wird dann mein Haus entstehen und. Also alles wird hier entstehen. So, gut. Die Äpfel und so sammle ich nochmal alles ein. Und ja, ich habe jetzt auch hier wieder volles Leben, fast volle Nahrung. Wie gesagt, ich habe jetzt die Schweine und so geholt. Ja. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mir hier, ja, mal hier ein bisschen die Kisten einsortiert habe. Hier auch noch einmal. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Die Holzsachen, bis auf die Roh, habe ich eigentlich auch entfernt. Und ich nehme gerade mit 120 Frames auf. Das ist einmal sehr schön. Und so. Vielleicht habe ich dann auch im Überblick, wie lange ich schon aufnehme. Vielleicht lade ich auch die Folge heute schon rauf, wer weiß. Ich nehme heute gerade am Sonntag auf. Oder vielleicht auch morgen, ich weiß es noch nicht. So, gut, dann holze ich hier nochmal ein bisschen was ab. Dann glaube ich, habe ich auch mal genug Holz für die nächsten paar Folgen. Das heißt, ich musste nicht mehr viel abholzen gehen. So, jetzt habe ich wieder 60 Frames, aber egal, solange es nicht unter 60 Frames kommt, ist es mir recht. So. Gut. Ja, was habe ich eigentlich geplant? Das weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt mein Gehege eigentlich ausbauen wollte und mir eigentlich Kühe zulegen wollte. Aber ich habe keine Kühe gefunden. Das ist das Problem. Und das Wichtigste ist, denke ich mal, jetzt, dass wir Kühe finden. Weil ich jetzt schon, naja, schon ein bisschen im Voraus denke. Schon für ein Enchanting-Table, weil für die Bücher braucht man jetzt ja auch Dingsbums, Leder. Und nicht nur mehr Papier. Zuckerrohr haben wir ja noch da drüben. Das werde ich jetzt auch mal ein bisschen, ja, eigentlich abbauen und wieder anpflanzen. Damit wir auch die Zuckerrohrfarm ein bisschen auf Vordermann bringen. Okay, so, die paar Bäume nehme ich noch mit. Den Baum auch nochmal. Und dann hier das Zuckerrohr einsammeln. Wie gesagt, ist ziemlich wichtig, brauchen wir jetzt. Also jetzt noch nicht, aber vielleicht bald. Ja, letztes Mal waren wir in einer Höhle. Und ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, wir haben eigentlich ziemlich viel Rohstoffe da erfarmt. Und ja, Rohstoffe. Ich kann ja mal ein bisschen die Öfen anschmeißen. So das Eisen zum Beispiel hier. Noch ein bisschen Kohle reinhauen. Ah, es ist Holzkohle. Ja, dann kommt die Holzkohle einfach da rein. Glas habe ich gemacht, dann habe ich Glas gemacht. Das weiß ich gar nicht mehr. Komisch. So, dann lege ich einfach mal da ab. So wie die Eisen. Und Glas habe ich wahrscheinlich deswegen gemacht, damit ich auch mal hier ein paar Fenster reinbaue. Wobei ich wollte eigentlich dann bald einmal das Haus eigentlich abfackeln, weil ich ja dann da hinten mir das richtige Haus bauen werde. So. Okay. Und hier habe ich auch das Ganze mal zugestopft, oder habe ich das in der zweiten gemacht? Das weiß ich nicht mehr, welcher Folge ich das zugestopft habe. Toll. Jetzt fehlt mir genau noch ein Glas. Ein Glas. Hallo. Aber also, da kann ich so gegen Skelette kämpfen. Immer wenn es alles da ist. So. Bam. Gut. Ja, was sollte ich jetzt eigentlich machen? Bin mal kurz am Überlegen. Ich hoffe mal, dass die Schweine ein bisschen wachsen. Und dann wollte ich auch noch. Ja, es schaut scheiße aus, aber jetzt habe ich ein Fenster drin zumindest. Dann wollte ich auch die Getreidefarm bauen. So, ich habe jetzt Holz gesammelt. Da würde ich sagen, wie baue ich denn das?
Haus am besten? Am besten. Am besten wäre es ja mal, wenn ich da ein bisschen Erde wegfarm und nochmal was esse. So, gut. Dann gehe ich da mal schnell durch. Themen habe ich mir jetzt leider nicht rausgesucht. Das habe ich jetzt vergessen. Und ja, die Musik. Die wird auch immer nachbetont. Also die Musik höre ich nicht während des Let's Plays, weil sonst wäre ich vollkommen abgelenkt und das möchte ich nicht. So, okay. Ich schaue immer jetzt so ein bisschen auf den Timer. Ich habe mir jetzt nämlich auch einen Timer gestellt, damit ich jetzt auch mal ein bisschen den Überblick habe, wie viel ich aufnehme. Und ich baue hier jetzt nicht die ganze Fläche ab. Ich baue jetzt nur mal ein bisschen was ab, damit ich mir hier zumindest mein kleines Häuschen bauen kann, damit ich das hier verbrennen kann. So. Ich bin nur noch am Überlegen, aus Sandstein oder aus Cobblestone oder doch aus Stein. Ich weiß es nämlich nicht. Weil eine Holzhütte ist, finde ich so. Ich finde Holzhütten passen einfach besser, wenn das Dörfer sind. Da passen Holzhütten viel, viel besser rein, weil, naja, in einer Stadt stehen ja auch nicht mehr Holzhütten rum. Oder zumindest, ja, in unserem Zeitalter ist ja jetzt auch nur noch alles verglast und ist richtig schön. Und früher war das halt vor ein paar 100 Jahren. Da gab es diese alten Holzhütten. Die werden jetzt auch eigentlich ziemlich schnell, ja, die verfallen ja auch ziemlich schnell. Also tatsächlich gerade das beste Material für Häuser, würde ich mal sagen. Und deswegen bin ich auch am Überlegen, wie ich das ausbauen kann. Aber ja, so. Gut. Aber die Minimap schaut immer richtig geil aus, wenn man so ein bisschen rausschaut, wie es ausschaut. Der Erdklotz da oben. Schaut ein bisschen komisch aus. So, die Fläche habe ich auch gleich abgerodet. Und dann warte mal kurz. Ich muss noch mal schnell nachschauen. Ah, okay. Okay, dann hilft das doch jetzt. Ich habe nämlich früher, habe ich das Ganze, also meinen ganzen Desktop aufgenommen mit Minecraft. Das habe ich jetzt aber unterlassen. Ich habe jetzt nur einen Monitor, den zweiten hole ich mir später. Auf jeden Fall habe ich mir das Ganze halt aufgenommen und Fraps hat dann richtig viel gezogen. Also richtig viel Arbeit, also Speicher. Jetzt nehme ich einfach nur mit den Maßen auf, also mit dem HD-Maß. Dann ist, glaube ich, auch kein schwarzer Rand mehr an den Seiten. Und ja, so habe ich jetzt auch, also habe ich jetzt auch den Timer in Sicht. Das ist Outer City. Der Timer ist nicht Camtasia, so wie bei vielen anderen großen Let's Playern. Und wenn das so ist, dann kann ich ja eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr aufnehmen. Leider kann ich jetzt nicht so viel aufnehmen, also so eine richtige Aufnahmesession machen, weil ich habe es ja schon erwähnt, glaube ich. Ich habe nicht zu viel Arbeitsspeicher, was sehe ich denn? Festplattenspeicher drinnen und das heißt, dass die Zeiten halt immer ein bisschen unregelmäßig sind. Das heißt, einmal sind es 20 Minuten, dann das andere mal wieder, also nicht wie lange, 15. Den versuche ich jetzt mal 15 Minuten Parts rauszuhauen. Oder schreibt es mir in die Kommentare, was ist euch lieber bei Minecraft? 2x10 Minuten oder einmal 15 Minuten? Oder ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten doch zu 15 Minuten tendieren. Einfach aus diesem Grund, weil sie schon ziemlich viele andere Let's Player schauen. Und deswegen denke ich mir halt, ja, wären es jetzt nicht unbedingt mein Let's Play so wirklich. Ich meine, Leute, die gerne mein Let's Play 2x10 Minuten schauen, da mache ich das gerne, wenn es halt wirklich klar ist und wenn nicht, dann nicht. Also ich habe kein Problem damit. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mein Haus bauen soll. Das ist ja mal schlimm. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir einfach jetzt hier erstmal da einfach so eine, also ich hier nicht mal einfach so einen kleinen Bauernhof baue.
Den Bauernhof kann ich ja dann eigentlich. Komm, den Bauernhof. Der Bauernhof müsste dann aber ein bisschen größer werden. Aber man sollte den Bauernhof doch erst ein bisschen später beginnen. Wobei, ich habe ja hier mein Haus. Das Haus kann ich ja später dann noch. Hätte ich das zumindest weg. Ja, dann würde ich sagen. Kommt hier. So. Bauernhof wird 4, 4, 4, 5 groß. Und bei der Minimap hier kann man ja irgendwie ja seine Dings einstellen, dass man die Slime Chunks sieht. Nur ich weiß nicht wo. Slime ist eher eingestellt. Okay. Na dann, habe ich kein Problem damit. So. Das soll's. Und noch ein anderes. Ja, ich habe noch eine Frage an euch. Ich mache das jetzt mal schnell. Wollt ihr lieber dieses Texture Pack weiterhaben oder wollt ihr dann doch das Honeyball Texture Pack haben? Zeige ich jetzt mal schnell, wie das ausschaut. So, dann Back to Game. Also, so wird das Ganze ausschauen. Bisschen heller das Ganze. Ja, es ist euch überlassen. Ich denke mir halt nur. Ja, ich weiß nicht. Also mir gefällt auf alle Fälle das Holz besser. Das Holz gefällt mir besser, aber es ist alles so hell und das ist so richtig eklig. So richtig eklig, weil. Das ist, finde ich, das andere, das Janinecraft. Craft. Ich sag absichtlich schon Craft. Ich weiß nicht, das habe ich mir so über die. Das Jährchen Minecraft, was ich da schon zocke, oder die 2 Jahre, habe ich mir das halt angewöhnt, Craft zu sagen und nicht Craft. So, ich suche jetzt hier noch mal ein bisschen was. Ich suche mal noch ein bisschen nach Kühen, ja. Ich renne jetzt halt so ein bisschen planlos durch die Gegend rum, weil ich nicht weiß, wie ich das angehen soll, wie ich mein Gebäude bauen soll. Aber das schaut ja mal richtig geil aus. Aua! Voll in den Kürbis, den Kaktus rein. Und hinten ist Zuckerrohr, das hole ich mir gleich. Aber ein paar Kühe wären nicht schlecht. Auf jeden Fall, Dschungel haben wir auch hier. Haben wir den Dschungel schon vorher entdeckt? Nee. Dann gehe ich zum Dschungel und holze natürlich ein bisschen was ab. Auf jeden Fall ist jetzt Dschungel, also das Biom Dschungel. Das Biom Dschungel ist jetzt keine Rarität mehr. Und, so. Finde ich also früher, wie es alles rausgekommen ist, boah, hat man die ja nie gefunden, zumindest ich nicht. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, schon 5 Welten oder sowas gestartet. Und bei jeder Welt habe ich zumindest schon 3 Dschungelbiome gefunden. 3, ja, das ist eigentlich ziemlich viel. Aber das passt überhaupt nicht zusammen. Dschungel und Wüste. Alter. Und ja, wundert euch nicht, ich sehe selber nichts. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Dschungelholz. Und das ist eine. Ist das das, was ich denke? Oder ist nur ein Durchgang? Ist nur ein Durchgang. Da hinten sind Skelette. Die hole ich mir natürlich. Für Knochen. Ein richtiger Knochenfreak. Und es sind auch noch krasse Scheiße. Ich hätte mir vielleicht vorher mal ein Dings machen sollen. Nein, nein, nein! Und bam! Tot! Und weg. So, sehr gut. Ich bin immer so ein bisschen angespannt bei den ganzen Kämpfen. 4 Knochen haben wir. Sehr gut. Da hinten sind noch Skelette. Sogar ein Spinnenreiter. Unser erster Spinnenreiter. Saugeil. Den sehe ich sonst nie. Oh, voll in die Fresse.
Und ich habe nicht mehr genug zum Essen mit. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht meine 16 Dinge aufs. Ich habe noch Äpfel. Heilig! Ah! So. Nein. Oh, kommt schon. Heilig. Hi. Warum verletzt er sich die ganze Zeit selber? Wow, noch ein Skelett. 15 Minuten haben wir schon. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut. Oder warte mal. Ja, komm, dann mache ich jetzt einfach nochmal. Ja, dann mache ich. Ja, was mache ich denn? Ich weiß nicht. Ja, komm, dann nehme ich jetzt auf 16, 17 mache ich noch. 17 mache ich noch voll und danach lasse ich's. Skelett. Wie das sich umdreht und dann mir voll gleich ein gibt. Bam. So. 35 GB habe ich noch frei. Das heißt, ich könnte theoretisch ja. Ja, ich nehme im Anschluss nehme ich noch eine Folge auf. Das heißt, die wird dann ein bisschen kürzer werden. So. Gut. Ja, 17 ist jetzt bei mir schon voll. Dann bedanke ich mich wie jedes Mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein.